Im Februar hat das Netzwerk TubeOne im Namen von ApoRed wegen Urheberrechtsverletzungen 4 Reaction-Videos von Bloodix gestrikt. Dies hatte zur Folge, dass der YouTube-Kanal von Bloodix mit damals 150.000 Abonnenten gelöscht wurde. ApoRed versprach daraufhin in einem Video, dass er TubeOne Bescheid sagen wird, dass sie die Strikes entfernen sollen. Bisher ist nichts passiert, ApoRed hat wahrscheinlich sein Versprechen nicht gehalten. Bloodix behauptet jetzt in seinem neuen Video, dass ApoRed die komplette Verantwortung für die Strikes hat, da wenn er gewollt hätte, dass die Strikes entfernt werden, hätte TubeOne sie auch wegen ApoReds großer Reichweite entfernt. Er vermutet, dass ApoRed seinem Netzwerk gar nicht mehr Bescheid gesagt hat.